Wir fangen, glaube ich, mal hier mit ihm an. Vorsicht. Was? Was? Was war das jetzt? Vorsicht, Freundin von Unuratu. Die Jaguar-Krieger. Halte Abstand zu ihnen. Sie suchen immer nach Rebellenaktivität. Und sie sind gnadenlos. Okay. So, was macht er hier? Aber ich hab's gesehen. In dem schönen String-Tanga. Schluss, Taki. Du hast deine Würfel verloren? Gut, aber nicht lügen. Ich kann ihn sehen. Wer bist du denn? Auch wenn sonst niemand kann. Ist alles in Ordnung? Nein. Pisco der Tote hat meine Würfel. Und niemand glaubt mir. Aber er hat sie. Ein Toter hat deine Würfel? Hast du sie nicht doch verloren? Ach, du bist genau wie alle anderen. Tut mir leid, du hast recht. Ich sag dir was. Wenn ich Pisco, den Toten, sehe, dann verlange ich deine Würfel zurück. Wirklich? Du glaubst mir? Nö. Das wäre nicht das erste Mal, dass die Toten mit mir reden. Takis Jadewürfel. Scheint eine kleine Nebenquest zu sein, sehr cool. So, was haben wir hier noch so? Also wer? Sollen wir die wirklich plündern, oder? Oh, was gibt's hier? Dafür habe ich nicht genug Platz. Hier wird gebadet. Da ist immer ein Fluss, der babbeln will. Ich habe mal zu Hause einen Fisch gefangen, im Brunnen. Weil unter manchen Häusern Tunnel mit Wasser sind, sagt Papa. Lustig, was? Ja. So, war da eine Bootbauerin? Glaubst du, dass große Ereignisse auf einen einzigen Augenblick zurückgehen? Ich schon. Nehmen wir als Beispiel, was jetzt passiert. Hätten Amaru und Sairi während der Hungersnot nicht gestritten und hätte Sairi nicht gegen Amarus Wunsch darauf bestanden, dass er die Sicherheit der Grenze verlässt, um für das Dorf zu jagen, dann wäre heute vielleicht vieles anders. Denn Amaru fühlte sich schuldig am Tod seines Bruders. Ich war in der Nacht dabei, als sie Sairis Leiche aus der Wildnis brachten. Die Trauer fraß ihn auf. Ich glaube, das war der Augenblick. Amaru zerbrach. Danach übernahm er die Kontrolle über Paititi. Er wollte uns schützen, weil er Sairi nicht schützen konnte. Ja, danke. So, wir machen hier mal. Kannst du mal. So. Genau. Schönes Bild. Hatsch, hosch. Hatsch, hosch. Hoshi. Ein kleiner Rat. Halte dich von der Wildnis fern. Da draußen lauert Gefahr. Näher gehe ich nicht ran. Und selbst dann werde ich dem Dschungel immer nur ganz kurz den Rücken zukehren. Ja, pflanzt du mal dein Mais. So, einmal den heiligen Baum geschändet. Du für einer. Du siehst ja cool aus. Fette Wache, ha? Weiß noch, wer das schwätzen will. Ich gehe den ganzen Weg zu ihm und er sagt, er will nicht handeln. Ich hätte nichts, was er will. Stell dir das vor. Ja, meine Güte. Steht selbst in Abfall und Eingeweiden und glaubt, er kann so mit mir reden? Er hat gerade eine Kundin verloren. Ich gehe nie wieder zu ihm. Ich mache meine Geschäfte ab jetzt alle auf dem Markt. Ja, wenn du mir noch sagst, von wem... Warte mal. Mir noch sagst, von wem du redest. Warte mal, hier oben. Ganz kurz nochmal.
Da war die Bonus-Quest, glaube ich. Ja, kann das sein? Es kann kein Alux sein. Das sind sicher diese Kinder. Stimmt was nicht? Hä? Oh, ja, ja. Etwas stimmt ganz und gar nicht. Wenn ich morgens aufwache, ist in meinem Haus alles verschoben. Hattest du nicht einen Alux erwähnt? Oh, nicht doch. Aluxhop gibt es nicht. Das sind die Kinder. Sie lieben es, mich zu ärgern. Du könntest den Eingang versperren. Dann kommen sie nicht rein. Hab ich schon versucht. Sie kamen trotzdem rein. Vielleicht sollte ich wegziehen. Hoppala. Kann ich hier irgendwas machen? Nee, ne? Nee. Geh mal hier weiter hoch. Forschertasche. Cool. Geheimnisse entdeckt. Was haben wir denn für Geheimnisse entdeckt? Überlebensversteck. Überlebensversteck. In der Feder liegt die Ruhe. Nur vor der Federn aus Nestern gesammelt, 3 Stück. Und Turmsprung. 1 von 4 Sprüngen ausgeführt. Okay. Das ist eine Schatztruhe. Das ist ein Monolith. Da liegt ein Dokument. Goodie. Wir gehen aber erstmal hier Pisco den Toten finden. Beziehungsweise wir könnten auch, wir müssen, ja, können wir gerade mal, was haben wir hier noch? Über Tote spricht man nicht. Verborgene Stadt, Geheimnisse enthüllt. Okay. Von hier. Fitnessmaske. Eine Totenmaske. Diese Jademaske wurde einem Adligen bei dessen Bestattung aufgesetzt. Die Handwerker waren angeblich in der Lage, ein nahezu perfektes Abbild des jeweiligen Trägers zu erschaffen. Wenn der so aussah, Alter. Ja, dann Prost Mahlzeit. Okay. Hab schon gesehen, wo ich hin muss. Nein, nochmal hüpfen. Da drüben bleiben. Okay. Und jetzt? Geht's wohl nur von oben nach unten. Ich guck mal gerade auf die Karte, wo wir hier gerade sind. Geht eher hier lang. Zum Henker bist du? Aber gerade, hä? Jetzt bin ich wieder hier draußen. Was ist das jetzt?
Aschertasche. Relikt. Muss irgendwie hier hochkommen. Noch mal rumdrehen. Irgendwo geht's da weiter. Ich weiß nur nicht wo. Irgendwo geht's hier hoch. Abfackeln kann ich das da oben auch nicht, oder? Ach, guck mal! So, jetzt kommen wir auch da hoch. Halt, nochmal hüpfen. Also, kannst du jetzt mal da bitte gerade hüpfen? Dankeschön. Hep. So, jetzt hier hoch. Hopp, zarab. Diesmal sind wir auf dem richtigen Weg. Ah, halt. Schön. Wer bist denn du? Unoratu und ihre Rebellen sind die wahren Kinder von Paititi, wenn du mich fragst. Ich bin nicht der Einzige, der so denkt. Aber anscheinend der Einzige, der es offen ausspricht. Die Säuberung steht bevor und Unoratus Linie sollte Kukulkan opfern, um die Sonne wiederherzustellen, nicht andersherum. Aber solche Gedanken bringen Leute rasch ins Grab. Kein Wunder, dass sie nicht äußern. Mhm. Irgendwas ist ja immer. Wir gehen erstmal rechts rum. Alter, wie cool. Irgendwo hier ist was. War das das Überlebensding oder was? Ja, alles klar. Gut. Dann gucken wir jetzt mal nach dem Toten mit den Würfeln. Hallo. Viel los heute. Kukulkan hat zwar Wohlstand versprochen, aber viele bringen eigene Opfer. Missionsgeber entdeckt, Karte aktualisiert. Die Verstoßenen kennen den Willen der Götter. Gebt mir ein Zeichen. Ach, guck mal. Zu wandern, verdammt. Steinabrieb. Die Beschützer haben versagt und sind jetzt dazu verdammt, das Verlorene zurückzuholen. Oh, jetzt. Dafür habe ich nicht genug Platz. Jetzt bin ich beim Holz auch voll. Hey. Wandgemälde. Mission verfügbar. Das wird die wohl sein, oder? Begleiter Nekbin Chuk? Mhm, Chuk Chuk. Ah! Sehr cool, wieder von dem Ding. Noch zwei Stück. Richtig sehe und dann haben wir es. Vielleicht auch nur noch eins. Oh, mal schön die Opfergaben geklaut hier. Ja,
Maske des Feuergottes Yucateco. Diese Maske weist aztekische Einflüsse auf und ist mit verschiedenen in der Umgebung von Paititi heimischen Objekten verziert. Frauenfedern. Heimisch. Alles klar. Yucateco Monolithen. Hier ist nix. Auf den Dingen kann man auch nichts lesen. Voll. Hier kommen wir nicht rein. Aber irgendwie haben wir uns doch jetzt auch wieder... Hier liegt noch ein Dokument. Ach nee, warte mal. Wenn wir hier jetzt runtergehen... Hier in die Ecke irgendwo noch ein Dokument... Hä? Irgendwo anders. Guck mal. Guck mal hier rein. Wo ist es? Direkt voraus. Irgendwo hier. Rechts von mir. Ach, bestimmt oben in dem Haus, hä? Ich check's grad so gar nicht. Danke. Wer hat das denn da als? Was, Chiquita? Ja. Ja, ja, gut. Quali, Quali? Ha! Guten Tag. Ich verstehe es nicht. Es ist fast wie kreolisch. Entziffern nicht möglich. So, hier haben wir jetzt den Monolithen. Alter, ich gucke hier ständig auf die Karten. Dezimaler Absturz. Wenn jetzt diese kacke Quest hier. Haben wir hier irgendwo Buxtehude Süd? Mal, ich muss doch irgendwie da runterkommen. Hier ist jetzt irgendwo die Quest. Hier. Oder wie? Ja, da irgendwo. Auch ein Monolith. Ich kann den Dialekt nicht bestimmen. Aber schön bunt. Bist du Pisco der Tote? Du kannst mich sehen? Pisco wurde gesehen. Bist du auch tot, Ishik? Nein, du bist also Pisco, der Tote. Ich bin Pisco, Diener der Götter.
Ich bin Lara. Lara. Schöner Name, Lara. Du bist nicht tot? Du auch nicht. Oh, doch, doch. Als Kind sollte ich geopfert werden. Man brachte mich zum Berg, das Ritual fand statt, aber... Aber du hast überlebt. Nur mein Körper. Für Freunde und Familie bin ich tot. Ich lebe von Opfergaben, die man mir darbringt. Ein Junge sagt, Pisco hat seine Würfel gestohlen. Taki? Der Sohn eines sehr arroganten Adligen. Er wollte unbedingt spielen und er hat verloren. Ich habe nicht viel, aber diese Würfel habe ich ehrlich gewonnen. Wenn du willst, spielen wir darum. Willst du ein Spiel spielen? Was für ein Spiel? Sprich mit 5 Verstoßenen. Höre ihre Weisheit und sage mir, warum Taki verloren hat. Dann kriegst du die Würfel. Das werde ich tun. Okay. Mit 5 Verstoßenen reden. Den müssen wir erstmal finden, vor lauter Schreck. Okay, aber sie sind markiert. Sorry, wenn ich ständig auf die Karte gucke, aber ich habe hier irgendwie in der Stadt hier keine Orientierung. Unsere Liebe war gesegnet vom großen Kondor. Hallo. Hallo, Ishik. Wir sehen nur selten Fremde in der Stadt. Pisco sagt, ich soll mit dir reden. Ah, Pisco. Ich mag ihn. Hast du andere Fremde gesehen? Nur einen. Er sah gut aus, war sanft und freundlich. Wir waren verliebt. Aber das war verboten. Vom Kult von Kukulkan geächtet. Wie schrecklich. Tut mir leid. Ich wurde an die Klippen gebunden und sollte dort sterben. Am 3. Tag hieß ich den Tod willkommen. Da fand er mich, der Fremde. Er befreite mich und versorgte meine Wunden. Wer war er? Ich weiß nicht, wie er heißt. Es ist viele Jahre her. Ich würde ihn gerne wiedersehen. Ich gehe oft zu den Klippen und sammle bei den Kondornestern Federn. Sie erinnern mich an ihn. Eine bemerkenswerte Geschichte. Danke, dass du sie mir anvertraut hast. Danke fürs Zuhören, Ishik. So, einen haben wir. Ist das noch ein Monolith? Ich verstehe es nicht. Es ist fast wie kreolisch. Was ist das jetzt? Kondor. Ich soll doch mit 5 Leuten reden, oder? Ich sehe aber irgendwie nur... Wieso ruckelt denn die Karte so? Aber ich sehe irgendwie nur 4. Wo bin ich eigentlich gerade? Da. Falsche Richtung. Deswegen gucke ich ständig auf die Karte. Akzeptieren Kinder Autoritäten da, wo du herkommst, Ishik? Das gehört wohl einfach dazu, Grenzen austesten. Sind sie in Gefahr? Nein, die Wachen drohen, aber als sie jung waren, haben sie auch Steine geworfen. Gehörte nicht dazu. In der Höhle ist, glaube ich, einer drin, wie es aussieht. Es macht demütig, hier in Paltiti zu sein. Darum kümmern wir uns später. Wir sind ja hier in der Stadt relativ sicher. Nun diene ich X. So. Hallo, gehörst du zu den Verstoßenen? Ja, Ishik. Ich bin Chaska. Ich bin Lara. Pisco schickt mich. Pisco, der Tote? Hat dich geschickt?
Hast du eine Partie Patoyi verloren? Nein, ein Junge namens Taki hat seine Würfel verloren. Ich will sie zurückgewinnen. Pisco gibt sie mir aber erst, wenn ich mit allen Verstoßenen geredet habe. Es überrascht mich, dass er nicht darum spielt. Tut er. Ah, nun, alles, was ich dir dazu sagen kann, ist, dass ich wie Pisco verstoßen wurde. Ich habe alles verloren, aber nicht wegen eines Unfalls. Ich habe etwas getan und würde es wieder tun. Was ist passiert? Hast du eigene Kinder? Nein. Ich auch nicht. Ich habe Ixchels Segen nicht erhalten. Aber ich war die Hebamme der drei Kinder meiner Herrin. Ich habe sie geliebt wie meine eigenen, bis ich meine Stellung verlor. Was hast du getan? Ich bin eine Diebin. Was hast du gestohlen? Eine Jadekette. Warum? Die jüngste, Kayara. Sie sah die Kette bei einer Freundin und nahm sie mit. Sie wollten sie holen. Sie hätten sie verstoßen, obwohl sie ein Kind war. Ich sagte, ich war's. Meine Herrin nahm mir die Kette ab und zerbrach sie auf dem Boden. Und ich wurde verstoßen. Das tut mir so leid. Sei nicht traurig. Ich würde es wieder tun. Kayara hat ihre Lektion gelernt und führt ein gutes Leben. Und ich diene Ixchel mit meiner Weberei, wie es meine Mutter mich gelehrt hat. Und Kayara besucht mich manchmal. Danke für deine Geschichte, Chaska. Kayara hatte Glück, dich zu haben. Alles Gute, Ishik. Was haben wir denn hier? Fett. So, das war Geschichte Nummer 2. Folgt Geschichte Nummer... Karte. Danke. Okay. Ich kann wahrscheinlich die ganzen Verlorenen wahrscheinlich irgendwie erlösen. Scheint mir so. Hier haben wir schon geschwätzt. Gewühlt im Dreck. Was ist das? Okay. Gemopst. Warte mal. Wir sind schon wieder vorbeigelatscht. Alter Schwede. Wie los? Meine Frau ist sehr krank. Wie viele andere auch. Eine Krankheit von den Fremden. Jemand sollte was dagegen tun. Gegen die Fremden?